Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu unserer F1 2022 Megaseason mit Aston Martin und Sebastian Vettel. Wir sind endlich, wir können endlich sagen, mit Sebastian Vettel wieder, also wieder aus seiner Corona-Quarantäne zurück. Ich freue mich extrem. Wir sind in Australien, in Melbourne, am Albert Park. Eine tolle Strecke, die jetzt 2 Jahre nicht im Kalender war und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir jetzt wieder ihr Debüt feiern können. Letzter Sieger hier war Valtteri Bottas am Nürburgring Challenge. Kostenlos und lasst doch unbedingt gerne ein Däumchen rum. Da schaut gerne auf iTunes, Gaming auf Instagram vorbei und vor allem gerne auf its-tobi auf TikTok. Wir sind da fast 11.000. Macht gerne die Abos voll. Wir sind im Rennstrategieprogramm und auf Twitter könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Links immer alle unten in der Bio. Los geht's. Eine sehr tolle Strecke. Viele Änderungen vorgenommen. Also in Kurve 1 zum Beispiel. Überall wurde gebreitet. 1, 3, 6 und 11. Und natürlich hat man die Clark-Schikane komplett weggenommen. Und ja, durch einen schnellen Links-Rechts-Knick, also das ist kein Knick mehr, da fährst du einfach Vollgas durch, da wird das Pro-Sporing, also dieses Bouncen, wird da ziemlich schlimm. Aber das sehen wir uns, ja, hoffentlich nachher noch an. Wir werden auch ein kleines Recap zum Training gestern machen und hoffentlich hat heute schon der Beste die Pole geholt. Das war ja sehr früh gut hier durchgekommen und jetzt kommen wir zu der Stelle, die es nicht mehr gibt, oder nicht mehr gibt, hier diese Clark-Schikane. Die haben sie komplett weggenommen. Man fährt hier Vollgas durch, also circa dieser eine rechte Leitweg hier, aber der ist nochmal anders geändert worden. Und hier ganz nah an der Mauer. Hier wird das Bouncen sehr, sehr schlimm. Gerade auch bei Ferrari hat man gestern gesehen. Und zack. Und zack hier. Die hat sich nicht verändert, aber das war meine erste richtige Runde. Und gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ja, muss auch zugeben, ich bin so fair und sage auch, ich habe hier respawned, weil ich mir mal angucken wollte, genau, und dann bin ich drauf gekommen, man muss mit dem linken Vorderrad die komplette, ja, Linkskurve hier schneiden, also fast mit dem halben Auto drüber fahren, dann kannst du auch perfekt einlenken, weil ich nicht das richtige Setup finden konnte. Hier wurde auch ein bisschen geändert, ein bisschen überall die Strecke breiter gemacht für die neuen Generationen. Und natürlich auch für die nächste Generation. Und hier die letzte Kurve, da hat Verstappen sich verbremst. Aber ich will da noch nicht viel spoilern. Aus der letzten Kurve raus geht's hier mit der ersten Runde. Eine nicht saubere Runde, musste natürlich auch respawnen. Aber war schon eine ordentliche Runde. Wir mit Gelb hier in die Top 3 aktuell. Aber war natürlich auch ganz am Anfang. Kommen wir nun zu unserer Recap. Es gab direkt am Anfang gleich eine rote Fahne, weil einer einen Seitenteil vom Frontflügel verloren hat. Ging dann eigentlich auch flott weiter. Dann wurde gefahren. Zuerst Red Bull, dann kam Ferrari hier in Form von Leclerc. Der wollte mal so ein bisschen die Grenzen in Kurve 1 austesten. Und dann kam ja ein Motorschaden von Vettel, der, glaube ich, das Meme des Jahres brachte. Und zwar ja, den fahrenden vierfachen Weltmeister mit einem Roller, gab dafür eine 5.000 Euro Geldstrafe. Hier haben wir nochmal, vielleicht auch, weil er den Helm nicht aufgesetzt hat. Nein, natürlich Kappa. Aber, ja, ein bisschen Spaß muss sein. Jetzt merkt man auch, jetzt hat doch der Letzte mitbekommen, dass Vettel wieder zurück aus seiner Quarantäne ist. Ich feiere das irgendwie schon. Ich musste so lachen, als ich das in der Früh gesehen habe. Er ist schon ziemlich cool mit dieser Message, auch mit dem No War und so weiter. Das passt halt auch. Cool und er ist auf jeden Fall im Fokus gewesen. Hier haben wir dann das Endklassement. Mal überraschend, Carlos Sainz Jr. vor Charles Leclerc, Perez und Verstappen nur 4. Lando 5, wow. Also wenn die das halten können, glaube ich aber nicht. Hamilton auch auf 7. Das sah dann im zweiten Freitraining etwas anders aus. Viel blockiert worden. Auch hier der Weltmeister auf Abwägen, also der Ex-Weltmeister. Hamilton in Kurve 11 draußen mal. Und dann wieder blockiert. Gerade auch die Ferrari wurden oft blockiert, aber nicht nur die Ferrari. Generell viele blockiert. Auch Hamilton hat jemanden hat Stroll blockiert und so weiter. Bottas erste Kurve ein bisschen ausgelotet und hier wirft gerade Verstappen seine schnellste Rennrunde in der letzten Kurve weg. Dann hat, ich glaube, das war Stroll, so ein Lightwing vom Frontflügel verloren, gab eine rote Fahne, ja, wurde dann weggeräumt und ist dann eigentlich wieder gegangen. Dann hat sich Charles Leclerc vor Max Verstappen und Carlos Sainz, was für eine Überraschung, und Fernando Alonso auf 5, Mercedes sehr weit abgeschlagen auch, McLaren konnte dann nicht mehr anknüpfen, Bottas ist zuversichtlich, dass man das dritte freie Training, dass man das dritte Qualifying erreichen kann, Q3 also. Ich bin da eher noch skeptisch, bin sehr gespannt, auch Magnussen mit einer Markenverstimmung, aber hier nochmal willkommen zum Qualifying unserer F1 2022 Megaseason, hier Runde 3 Ostrolade, willkommen hier zum Qualifying. Nun, ich bin sehr gespannt, schaffen wir Q3 und vielleicht sogar die Pole Position. Ja, ich bin mir da noch eher sehr unsicher und würde mich echt freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Und hier nun in der Boxengasse
können wir es schaffen. Jo, wir schaffen es. Nein, Spaß. Jetzt geht's los. Unser erster Run hier im ersten Q1. Und erste Kurve muss man eigentlich so schneiden. Echt gut gefahren. Und ich bin gespannt. Wir werden mal hier einen Schnitt machen. Ich möchte noch nicht alles zeigen. Wir werden in Q2 sowieso eine komplette Runde fahren. Und auch in Q3 werde ich euch die komplette Runde zeigen, mit der ich mich qualifiziert habe. Aber jetzt kommt mal ein kleiner, aber feiner Cut. Und jetzt sind wir in der letzten Kurve. Wir sind hier ein bisschen aufgelaufen, weil uns und auch den anderen hier, keine Ahnung, das sehe ich nicht mehr. Könnte unser Teamkollege sein. Oh, mit viel. Ja, da wollte ich alles mit rausnehmen. Und im Windschatten sorgen wir uns hier an Alonso dran. Der hat natürlich auch ein, zwei Zehntel noch gebracht. Und der blockiert uns hier in der ersten Kurve. Mann, was machst du denn? Was machst du hier, Alonso? Das war Gott sei Dank unsere Auslaufrunde, aber keine Ahnung, vielleicht hat er sich da irgendwie vertan. Es hat gereicht mal kurz für die schnellste Rennrunde. Aber ich denke mal, oh, Hamilton hat uns jetzt nochmal geschlagen. Aber sonst war es eigentlich ein sehr, sehr guter Versuch. Wir sind auf dem zweiten Platz gelandet. Wäre echt geil, wenn wir so ins Ziel kommen würden. Unser Teamkollege hat es auch ins Q2 geschafft. Das ist natürlich sehr toll und gut für die Konstrukteurs-WM, dass wir hier mal Power beide in die Top 10 müssen eigentlich. Muss das Ziel sein, das Minimum. Gucken wir uns mal an. Ich möchte hier was anderes probieren und zwar möchte ich mit Gelb ins Rennen gehen. Ob das eine gute Entscheidung ist, ob wir das überhaupt wuppen können, gucken wir uns jetzt mal an. Das wird der Run mit Gelb und Audio ab. Erste Kurve wieder verdammt geschnitten und Halleluja. Da rutschen wir weiter mit dem Körper drüber. Das war aber noch eher so, ja, okay, würde ich mal sagen. Schön noch gefangen und jetzt hier runter früh bremsen, weil das mit dem Gelben sonst nichts anderes möglich ist. Dann zing, weit raustreiben lassen, genau vor dem Sausage-Körper wieder reinlenken. Zack, Vollgas durch hier. Es macht eigentlich Spaß hier in der Runde, aber es ist halt viel Gras. Und die Hinterreifen sind auch ein bisschen breiter wie die Vorderreifen. Das bedeutet, wenn du mit dem Vorderreifen gerade noch so am Körper drauf bist, heißt es eigentlich fast, dass du mit dem Hinterreifen schön im Gras drin bist. Und das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit. Die Kurve ist ein bisschen tricky. Da gut durchzukommen, ist echt schlimm. Und dann ganz nah an die Mauer dran. Fast, dass du glaubst, du ditchst da dran. Haben wir noch ordentlich hier geschafft. Und Max Verstappen markiert hier mal die schnellste Rennrunde. Zack. Da geht die Stange mit und da die Verwarnung, weil ich den Scheitelpunkt verpasst habe. Das war eine komplette Talkatastrophe hier. Also ich bin nicht stolz auf die Runde, aber ich hoffe, wir können trotzdem mit dir ins Q3 einziehen. Man hat schon der ein oder andere Fehler drin. Wir fahren aber Gott sei Dank nur auf Schwierigkeit 96. Das ist schon eigentlich für mich schon, ja, ich fahre durchschnittlich zwischen 95 und 100. Wird, kommt auf die Strecke an, ihr wisst, was ich meine. Und es sollte eigentlich reichen, dass wir, oh mein Gott, wir waren schneller als Verstappen. Das hat mich echt gewundert, aber ja, manche würden jetzt, Hater würden sagen, das war, weil ich abgekürzt habe. Nein, war es natürlich nicht. Ich meine, ich habe mir da durch den Schwung vielleicht 2 Zehntel geholt, aber das war nicht mal das, weil wenn ich den Scheitel richtig geholt hätte, hätte ich noch 1-2 Zehntel mehr. Wir waren hier eine Zehntel langsamer wie Sergio Perez und nur Hamilton und Verstappen hatten den Mumm, mit Gelb zu starten oder sich Gelb auszuwählen. Wir gucken uns jetzt mal an. Nur Hamilton und ich werden auf Gelb starten. Selbst Verstappen hat sich dann nochmal auf Rot entschieden, weil er wahrscheinlich dann aus dem Top 10 rausgeflogen wäre. Apropos Top 10 rausgeflogen, auch Lance Stroll ist aus dem Top 10 leider rausgeflogen. So, da, und hier sind wir nun. Ins Q3 haben wir es mal geschafft. Wo ist unsere... So, Leute, und los geht's in unseren finalen Run. Ich habe 2 Versuche gebraucht. Das ist jetzt der zweite. Und auch der bessere vor allem. Es geht los, natürlich standardgemäß in Rot. Mit frisch glänzenden Reifen. Aus der letzten Kurve. Oder das ist die vorletzte Kurve, okay. Aus der letzten Kurve hier jetzt raus. Und leichter Quersteher jetzt schon. Und Vollschwung mitgenommen. Es geht los. Hotlap, Standard. Und genießen, Leute. Aus der ersten in die erste Kurve rein. Circa Bremspunkt bei 50 Meter Schild. Gut den Körper links mitnehmen, auch das ganze Gras, nur nicht zu viel oder zu früh aufs Gas, sonst ist das Heck weg. Das weiß ich aus Erfahrungen vom Training auf jeden Fall. Scheitelpunkt hier treffen, das ist ganz wichtig, sehr gut. Ah, ein bisschen zu weit innen, das war nicht optimal. Ich habe hier zwar kein Track Limits bekommen, aber nicht ganz optimal. Hier beim Rausbeschleunigen auch sehr gut und Purple im ersten Sektor, sehr gut. Rausbeschleunigen und oh mein Gott, da kannst du früh aufs Gas gehen. Und hier innen bleiben und raustreiben lassen. Ich würde so gerne die neue Schikane fahren, wie die in der Formel 1, aber das geht leider hier noch nicht. Das war auch okay beim Durchbeschleunigen. Boah, da kannst du echt voll früh aufs Gas gehen. Aber hier war es knapp mit der Mauer.
Und jetzt kommt die Schikane, wo wir vorhin einen fetten Fehler drin hatten. Zack und zack, sehr gut. Da schneide ich zwar gerne immer die Spitze, dennoch kommen wir hier sehr gut durch. Salala, zweite DRS-Zone off. Kurve 11, gut, war okay. 12, oh mein Gott, weit über dem Gras. Da jetzt, wo Verstappen nochmal diesen Verbremser hatte, kommen wir sogar ordentlich rein, nicht zu weit raustragen lassen. Und die Kurve Nummer 14 beim Rostbeschleunigen, fast die Track Limits hier rausgefordert. Und das war eine verdammt mächtige Zeit, eine 1:23.3. Gucken wir mal an, was das Ganze gebracht hat. Wir beenden hier mal unsere Session und gucken direkt, wo wir gelandet sind. Ja, jetzt gibt's hier mal für den Battle Pass. Wo seid denn ihr? Habt ihr den? Ich hatte den ja ganz früh. Es reicht für den 5. Platz. Das ist, naja, gut. Ich meine, wird morgen auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen. Guckt euch auch gern die Hotlap an. Falls ihr wissen wollt, was auf der Strecke so abgeht, Links wie immer alle unten in der Bio zu allen Channels und unbedingt gerne auch auf TikTok vorbeigucken. So, aber hier gucken wir nochmal an. Leider hat es unser Teamkollege nicht in die Top 10 geschafft. Pierre Gasly, na, große Überraschung auf Verstappen, auf der Pole, Hamilton dahinter, Perez und Bottas. Das ist sehr gut. Wir dann auf dem 5. Platz. Ich hoffe, Vettel kann ähnlich gut abschneiden. Heute beim Qualifying, es war ja wahrscheinlich schon, bevor das Video online kommt. Schaut unbedingt gerne auf itz_tobi auf TikTok vorbei. Links mal unten in der Bio. Und ja, auch gerne auf Twitter. Da kommt immer gerne auch online anderer Stuff on. Ich retweete auch gerne und haue gerne meinen Senf dazu. Links mal unten in der Bio. Abonniert gerne kostet. Und wie gesagt, morgen kommt dann die Hotlap und das Rennen unserer Megaseason. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.